So, willkommen zurück zu US-Feuerwehr-Simulator. Zu Themen US-Feuerwehr-Simulator. Wir haben den Brand gefunden. Hast du noch Augenbrauen? Captain, Proby ist im Sportladen in einen Feuerübersprung geraten. Boris, holt ihn da raus. Das ist zu gefährlich. Mach dir nichts aus, Kotaka. In den letzten 10 Jahren kam der nur einem Feuer nah. Sieh ihn in seinem Wohnzimmer an einem kalten Winterabend. Oh, ja, die Decke brennt so ein bisschen. Ja, ich würde auch sagen, der Rest brennt ein bisschen. Abgesehen davon solltest du eventuell doch hierher zurückkommen. Such dir einen anderen Ausweg. Wer? Ich? Ja, ach. Er macht einfach das Ding wieder zu, ey. Es darf da nicht wahr sein. Natürlich, und der Feuerlöscher ist auch leer. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Lol. Ja, dann rennen wir einmal durchs Feuer. Holen uns den neuen Feuerlöscher. Weil wir müssen ja nach unten. So schnell dadurch. Ja, den brauche ich jetzt auch nicht mehr, den Grill da. Ich krieg dauerhaft Schaden. Das ist echt ein Problem gerade. Ich renne einfach durch. Ich habe das Gefühl, ich werde sterben. Das auch zu. Ja. Klasse. Da hinten ist der Ausgang. Gut, 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 gut. Aber so wie es aussieht, muss ich auf die andere Seite. Ne, doch nicht. Das spricht zusammen. Das ist gut. Ne, doch, ich muss. Oder? Komme ich da durch? Ja, komme ich durch. Aua, aua. Hilfe. Hilfe, Feuerwehrmann in Gefahr. Aua. Ja. Hä? Hey, von wo denn? Ich muss da jetzt durchrennen. Ich renne da jetzt durch. Oh Gott, lass mich raus. Lass mich raus. Ja, du lass dir Zeit. Du brennst gerade nur. Oh Gott, Alter. Scheiße. Ja, ich sterbe jetzt. Jetzt sterbe ich. Ist aber auch nice hier. Ich stehe nicht mal im Feuer, krieg Schaden. Ist gut, ja. Läuft bei dem Spiel. Können wir gleich mal die Mission neu starten. Sowas liebe ich ja, wie es Bauchweh. Ihr übernehmt den Ostflügel. Proby, du und Morris, ihr sucht die Sicherheitszentrale. Ja, Maul, lauf jetzt. Ich glaube, es war im Castle, im Sports Castle. Komm, mach. Ja, wow. Also ich würde sagen, wir machen das Einkaufszentrum auf jeden Fall dicht, weil die haben nur Feuerlöscher. Wie wäre es mit einer Sprenkleranlage oder sonstiges? Ich kann dich auf den Monitoren sehen. Moment. Ich deaktiviere das Tor. Okay, rein da und zieh dich um. Siehst du was? Wo kommt der Rauch her? Ja. Zieh dir das nach Möglichkeit näher an. Peng. Macht's und dann ist der Rauch draußen. Ich will jetzt erstmal runtergehen und gucken, ob es hier irgendwo einen Dings hat. Nein, natürlich hat es hier keinen Schlauch. Das heißt, ich muss mir wirklich den Weg durchbahnen mit 3 Feuerlöschern. Wow. Ich glaube, ich hätte es doch eher auf leicht stellen sollen, das Spiel. Komm. Wow. Okay, wir haben den Brand gefunden. Hast du noch Augenbrauen? Captain, Proby ist im Sportladen in einen Feuerübersprung geraten. Morris, hol ihn da raus. Das Problem ist, dass unser Feuerlöscher eigentlich jetzt schon wieder fast aus ist. Kam der nur einem Feuer nah. Sieh ihn in seinem Wohnzimmer an einem kalten Winterabend. Arg viel passt da irgendwie nicht in die Feuerlöscher rein. Also das ist krass. Und mit dem Feuerlöscher hier da durchkommen. Hä?
Und ich kriege andauernd Schaden von Flammen, die gar nicht da sind. Das verstehe ich jetzt auch nicht ganz so. Ja, ist ja gut. Mann, 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 Mann. Ja, und jetzt ist es sowieso so, dass die Flammen über uns uns trotzdem irgendwie erreichen. Aber da, ich krieg hier von ey, das könnte ich auch keinem erzählen, dass das Flammen sind. Krieg schon wieder tierisch aufs Maul von den Flammen. Wieder. Nice. Ach komm, es kann doch nicht wahr sein. Ja, nimm halt das Falsche wieder. Und ich werde wieder sterben. Das ist geil. So macht das doch Laune. Warum nur Feuerlöscher, Leute? Ja. Super geil. Ach komm. Es ist nicht möglich. Geht einfach nicht. In meinen Augen ist es hier nicht möglich. Was soll ich denn machen? Bitte. Ich meine, ich sprühe hier wie ein Bekloppter. Ja. Natürlich. Es breitet sich aber auch aus, bis da, also. Ach. Ja, nimm es. Am besten noch mehr, bitte. Ich habe einen der Monitore auf das Dodgers-Spiel geschaltet. Wir führen mit 2 in der 7. Halleluja. Boah, das kostet Nerven. Nee, da muss ich ja gar nicht hin, oder? Aber man kann es ja trotzdem mal löschen. Mal jetzt die Tür auf und dann kommt mir wahrscheinlich die Flammen hier entgegengeschlagen ins Gesicht. Oder auch nicht. Gott sei Dank ist er angezogen. Bring mich hier raus. Mensch. Ruhig. Ich führe dich raus. Wo geht's hier hinaus? Ja, muss ich erst mal selber gucken. Ich kann die Tür für dich öffnen, aber du musst den Weg frei machen. Das Feuer. Ich schaff das nicht. Jetzt mal gucken. Ist die noch hinter mir? Nee, natürlich nicht. Ey, du olle dämliche Kuh, ey. Das Feuer. Ich schaff das nicht. Wo will sie jetzt hier lang? Bewegst du ein bisschen deinen Arsch da? Ja. Will die mich eigentlich verarschen?
Hey, Essie, direkt hinter dir. Ich gebe dir Deckung. Sorg dich nicht um mich. Läuft alles super. Muss ich jetzt mit denen mit, oder? Aber wir haben noch mehr Probleme. Geh rüber zum Kino, da sitzen Leute fest. Das Kino? Ist das nicht hier, das Kino? Oh, eine Schipinne. Was läuft da? Zu wem? Was denn hier? Toiletten, oder? Ne, da kann ich gar nicht lang. Okay. Muss ich zu Theater 1 bis 3. Da ist das Behinderten-WC. Da ist nochmal... Achso, ne, das ist das normale WC. Und? Wir sind hier drin. Macht nix. Wo ist denn hier? Ah! Da ist hier. So, aber ich habe da was gesehen, da will ich auf jeden Fall mal nachgucken. Weil, da hat es wieder so eine komische... Jo. Da hat es so eine komische Marke. Lol. Komme ich da unten raus? Rum? Das ist der Exit. Da sieht es doch schon mal richtig aus. Da steht auch jemand. Oh, es brennt nur ein bisschen. Es geht ja noch. Mit dem kann man, mit dem Strahl kann man halt gut hier durch zu den Leuten. Komm, Schmidt, hä? Okay, danke. Komm, renn. Mach's nicht so wie die Olle da vorhin. Im Schleichgang. So, dann machen wir hier mal ein bisschen Platz. Na, ein bisschen Platz. So. Mama, Mama, Feuerwehrmänner, helft ihr! Na, dann nehme ich mal das Paket. Kommst du? Ja. Er läuft gechillt. Erstmal den Weg frei machen. Aber wo ist das hinter das der Kasten? Ich bin da, Probi. Der rennt doch nicht weg. Fragt die Frau zum Ausgang. Ich kümmere mich um sie. Komm, Kleiner. Och, jetzt kann sie stehen. Danke, Herr Feuerwehrmann. Jetzt auf einmal konnte sie stehen. Überkühlen. Was? War da noch jemand im Kinosaal nebenan? So wie jetzt gerade. Oh, Butter! Jo, geh mal in die Hölle. Weil in der Hölle habe ich gesehen, gibt es das Märkchen da vorne. Und das hätte ich gern, weil das irgendwie so ein Fortschritt für die Ermittlungen sind. Ah, ja. Oh no! Schnell raus. So, hier ist alles safe. Da oben steht da was? Ne, ist Licht. Ganz oben.
Vielleicht liegt ja irgendwo auch noch eine bewusstlose Person. Man weiß es ja nicht. Oh ja, da brennt es auch so ein bisschen, so wie es aussieht. Aber das klappt echt gut mit dem, mit diesem Sprühstrahl. Aber ich weiß jetzt auch nicht, in welche Richtung ich denn jetzt am besten gehe. Die Frage ist auch, geht's hier überhaupt durch? Hilfe! Jo. Bin unterwegs. Wo denn? Hallo? Es ist zu schwer. Ach, meine da. Beine. Ich denke, ich kann es schaffen. Oh, jetzt geht er auch noch in die Richtung. Auf der anderen. Hilfe! Ja, Mann. Er läuft einfach durchs Feuer. Jo. Vielleicht hätte ich dem auch einfach den Feuerwehrschlauch in die Hand drücken sollen und sagen sollen, ja, mach selber, geh ich allein raus. Ich meine, wenn er schon durchs Feuer läuft, der kleine Teufel da. Hilfe! Hä? Hä? Was tut er? Achso, ja gut, okay. Jetzt wieder zurück, weil wir wissen ja nicht, ob da jetzt noch was ist hier. Also, ob da jetzt noch eine Person liegt oder nicht. Kriegen wieder gut aufs Maul vom Feuer. Sag mal so, wenn da jetzt noch eine Person liegt, dann ist die ein bisschen gegrillt. Ne, irgendwo anders muss. Da. Irgendwo anders muss auch noch eine Person liegen. Wir rennen da jetzt einfach durch. Zack, raus. Oh, jetzt brennt es da vorne auch. Was war denn da oben? Da war ich nämlich noch nicht. Hallo? Dann bin ich froh, dass du da bist. Alles brennt, Mann. Wir müssen die Filme retten. Kannst du mir helfen, diese Filmrollen in Sicherheit zu bringen? Oder wir lassen es einfach bleiben. Was? Steck sie in den Tresor, Mann. Sonst schmelzen sie weg. Ja, und wie nehme ich die jetzt? Okay, da drin brennt's bestimmt. Jo. Wo ist jetzt der Safe? Ist das der Safe? Krass. Das ist ein Klassiker, Mann. Der kommt hier rein. Das ist mein Lieblingsfilm. Im nächsten Raum hat's noch mehr. Schlag dem ins Gesicht da. Mann, Film hasst Wasser. Macht ja nix. Der da ist nur eine Fortsetzung, ist aber cool. Das gehen wir jetzt. Sollten wir vielleicht abhauen? Wäre mal was,
Aber ich sehe gerade, ich habe irgendwie die Folge ein bisschen überzogen. Jetzt begleiten wir den noch an den Notausgang. Brennst du da jetzt auch hier drin, weil das sich so anhört? Oder brennt schon Richtung Notausgang? Jo, es brennt schon Richtung Notausgang. Jetzt zurück zur Eingangshalle. Wir sind hier noch nicht fertig. Okay, gut. Ja, das von hier aus sieht's aus, als wären die Säle okay. Machen wir. Die Dodgers haben schon wieder einen Punkt gewonnen. Okay, du musst Etsy im Zugeschäft treffen. Geh zur Eingangshalle. Wir machen das alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben, gerne auch einen Kommentar und beim nächsten Mal wieder einschalten. Macht's gut. Tschüss.